Ja, da haben wir ja mal gestern wieder ein Thema eröffnet. Das hat mal wieder für sehr, sehr viel Aufschrei gesorgt. Und diese ganzen Kommentare mit, ja, ich habe meine Kinder selbst entscheiden lassen. Und du Fanatiker, du lässt deine Kinder nicht in Ruhe. Du hast den Islam aufgezwungen und hast. Da kam wirklich alles wieder raus, was sich sonst immer so irgendwie so zurückgehalten hat. Und Leute, ich sag euch eine Sache. Jeder da draußen, ja, zu 99,99%, der mir erzählt, er hätte seine Kinder alleine entscheiden lassen. Also wirklich, A, steckt er nicht in meiner Situation und hat überhaupt gar keine Mischehe oder sonst was. Und B, was heißt selber entscheiden? So, man meldet seine Kinder in irgendwelchen Konfirmationen an, man meldet sie auf irgendwelchen Schulen an, evangelisch, katholisch, muslimisch, jüdisch, was auch immer. So, zumindest meldet man diese Kinder ja irgendwo an. Man stellt einen Weihnachtsbaum auf, man feiert Ostern, man, weißt du, so bei diesen ganzen Dingen habt ihr doch eure Kinder auch nicht alleine entscheiden lassen. So, ihr seid ja auch nicht hingegangen und habt gesagt, ja, mein Kindlein, sollen wir vielleicht Weihnachten feiern? Sollen wir vielleicht Ostern feiern? Nein, das habt ihr gemacht, weil es euch so ja, beigebracht wurde. Und es ist ja überhaupt nicht schlimm. Es ist wirklich nicht verwerflich, es ist nicht schlimm. Aber hört doch auf, dann anderen Leuten zu sagen, ja, ich habe meinen Kindern alle selber entscheiden lassen, du ja nicht. Ihr habt es so gemacht, ich mache es so. Für mich ist das der richtige Weg. Ich lege meinen Kindern die Steine so zurecht. Und was später ist, keine Ahnung, was später ist. Ich meine, in der heutigen Zeit, was weiß ich, vielleicht heiratet eins der Kinder einen Delfin und möchte kein Mensch mehr sein und möchte ein Delfin werden. Und es ist doch heutzutage alles möglich. Ich habe doch einfach gesagt, ich habe die Steine so zurechtgelegt. Für mich ist der Islam der richtige Weg. Für dich ist, was weiß ich, was der richtige Weg. Christen, Juden, was auch immer, Atheist. Alles ist für euch der richtige Weg, akzeptiere ich, respektiere ich. Ich stelle mich doch auch nicht hin und sage, ihr seid falsch, ich bin richtig. So, ich habe mein Weg, ihr habt euren Weg, ich respektiere euch, akzeptiere euch, alles schön und gut. Aber was mir halt so aufgefallen ist, sobald ich sage, ja, die Kinder werden im Islam erzogen, dann ist der Aufschrei groß. Dann ist der Aufschrei riesengroß. Aber, da gab es ja einen Super-Experten hier auch, als ich gesagt habe, ich möchte gerne deinen Kindern den Islam beibringen, nee, bleib du mal bei deinen Kindern. Warum? Du sagst mir doch gerade, dass Kinder selber entscheiden sollen. Ja, also lass mich doch deinen Kindern den Islam beibringen, da können die doch vielleicht auch selber entscheiden. Aber das ist natürlich wieder was anderes, ne? Da darf sich wieder keiner einmischen. Der Islam, eine Gefahr. Und da, nee, 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 da nehme ich meine Kinder bloß weg. Aber du nimmst dir das Recht, dann jemanden, der den Islam auslebt, zu sagen, lass deine Kinder selber entscheiden. So dieses Rosinenpicken, ne? Das ist so lächerlich, ehrlich. Das ist einfach nur beschämend. So dass man sich nicht einfach respektieren, akzeptieren kann und was weiß ich. So, man hört immer, ja, Tatu, du machst das so toll, wie du mit den Kulturen umgehst und wie du das deinen Kindern beibringst und so weiter und so fort, ne? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass ich diese Werte aufgrund meiner Religion so ausübe? Ha? Vielleicht mal das Positive sehen, anstatt immer von irgendwelchen Mainstream immer loszugehen und zu sagen, ja, da hat sich einer in die Luft gesprengt, war ein Moslem, da hat der eine was gemacht, war ein Moslem, also ist die ganze Religion so und so. Leute, schaut mal, es gibt auch zigtausend Millionen Christen da draußen, die Mist gebaut haben, ja, aber man darf sich nicht dahinstellen und sagen, dass das vom Christentum herkommt, ja. So keine Religion möchte irgendwie Gewalt oder was weiß ich, also jetzt hier irgendwie gewaltverherrlichend sein. So, und dass da Leute immer draußen sind und die sagen, ja, hier der Moslem, ah, okay, dann ist der radikal und der ist dies und der ist das. Ausnahmen gibt es immer, genauso wie im Christentum, aber alle immer in eine Schublade reinzustecken, ist echt wirklich total daneben und sehr, sehr respektlos. Und wie gesagt, genauso wie ihr immer sagt, ja, lass die Kinder selber entscheiden, ja, lass mich doch bei deinen Kindern auch selber entscheiden.
So, ich bring deinen Kindern, nimm Koran mit und bring das deinen Kindern bei. Wärst du damit einverstanden? Nein, wärst du nicht. Und ich bin dir überhaupt gar nicht böse. So, da wärst du doch auch nicht mit einverstanden. So, aber es heißt ja immer, ja, ich habe meinen Kindern das selbst entscheiden. Nein, hat keiner von euch. Keiner von euch. Selbst jemand, der keine Religion hat und es seinen Kindern so vermittelt hat, hat in diesem Sinne seinen Kindern eine Entscheidung getroffen. Und zwar eine Entscheidung, dass er seinen Kindern Gott überhaupt gar nicht beibringen möchte. So, es ist doch auch eine Entscheidung. So, also das Einzige, wo ich sagen würde, da haben die Kinder wirklich selber entschieden, ist, du packst in einen Raum alle Religionsbücher rein. Wirklich alle Religionsbücher dieser Welt. Die packst du alle in einen Raum. Dann schiebst du dein Kind in diesen Raum rein und sagst, so mein Kind, du bleibst jetzt hier drinnen für ein paar Monate, ein paar was weiß ich, und liest dir alle Bücher durch und dann entscheidest du selbst, was du haben möchtest. Dann würde ich sagen, jawohl, das Kind hat selber entschieden. Aber so alles andere, Leute, lasst es doch einfach sein. Jetzt mal im Ernst, dieses selber entscheiden. Aber hintenrum, dann stellt ihr einen Weihnachtsbaum auf, ihr feiert Ostern oder hintenrum Ramadan feiern und muslimische Feste oder jüdische Feste oder was weiß ich. Aber dann sagt ihr, mein Kind hat selber entschieden. Nein, die Kinder nehmen euch doch als Beispiel. So, die machen das doch genauso, wie ihr das vorgelebt habt. So, aber wie die sich am Ende entscheiden, ja, das ist klar. Das ist klar. Ich bin auch 38 Jahre alt. Meine Kinder werden auch irgendwann mal so alt sein. Inshallah, so mit Gottes Hilfe, natürlich mögen sie gesund und lang leben. Aber so, was ich sagen will, meine Eltern haben mir ja auch den Islam beigebracht. So, ich bin 38 Jahre alt. Keine Ahnung, vielleicht gehe ich morgen zu meinen Eltern und sage so, liebe Eltern, Dankeschön. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte gerne ein Eichhörnchen sein. So. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren im Leben. So, und mit Gottes Hilfe haben meine Eltern auch gesagt, mit Gottes Hilfe bleibt er so. So, ich bin zufrieden, so wie ich bin. Ich bin so geblieben und das erhoffe ich mir auch von meinen Kindern. Deswegen verstehe ich nicht, warum das immer so verwerflich ist und man immer rumeiert und sagt, ja, aber, und hier und da und. Lasst es doch einfach sein. Wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und gut ist so, ne? Jetzt habt ihr wirklich meine komplette Meinung zu diesem Thema raus. Es ist einfach immer beschämend und ich bin mir sicher und ich bin mir sicher und ihr alle wisst es auch, ja? Hätte ich jetzt gesagt, ich bin Moslem, meine Frau ist Christ, wir haben uns dafür entschieden, dass die Kinder Christen sind, hätte nicht einer von euch hätte gesagt, warum hast du die Kinder nicht selber entscheiden lassen? Ne? Aber natürlich, weil es jetzt der Islam ist, ist es wieder ein Dorn im Auge und dann kommen da die Super-Freaks da raus und kommen dann mit diesen Äußerungen an. Und wie gesagt, wenn ihr mit solchen Äußerungen ankommt, nimmt gerne Kontakt zu mir auf. Ich möchte gerne euren Kindern den Islam beibringen und ja, dann sollt ihr doch auch selber entscheiden. Aber dann ist es wieder was anderes. Ne? Dann kümmere dich um dein Kram, Tato, ne? Misch dich bei uns nicht ein, ne? Aber immer schön auf andere zeigen, das sind so Rosinenpicker, ne? So, und ich glaube, ich habe dazu jetzt wirklich alles gesagt. Ich wünsche euch trotzdem alles, alles erdenklich Gute. Und ja, das, was mir fehlt, ist einfach die Wertschätzung anderen Menschen gegenüber, egal was für eine Religion diese anderen Menschen haben, ja? Dankeschön.